Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von My Gerbils World. Ich habe euch ja letztens in meiner Instagram-Story gefragt, was ihr euch so für Videos von mir wünscht. Und da kam auch das Thema, wie ich einen Züchter von einem Vermehrer unterscheide. Und ja, darum wird es heute gehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und let's go! Wundert euch bitte übrigens nicht über die ganzen Babyvideos von diesen ganzen kleinen süßen Baby-Rennmäuschen. Ja, einige von euch wissen ja, ich hatte jetzt vor knapp 2,5 Jahren auch mal einen ungeplanten Wurf. Der war wirklich komplett ungeplant und ungewollt und ja, da musste ich mich spontan auch sehr schnell mit dem Thema Rennmausbabys auseinandersetzen. Leider passiert das heutzutage immer noch sehr häufig, dass einfach das falsche Geschlecht verkauft wird. Aber das passiert auch keinen seriösen Züchtern oder halt nur sehr, sehr selten, weil die sich einfach viel zu gut damit auskennen, sondern einfach nur diesen Vermehrern. Und ja, darum geht es ja auch heute in diesem Video, perfekte Überleitung. Wie unterscheidet man jetzt eigentlich zwischen einem Vermehrer und einem Züchter? Zum einen fängt es schon damit an, dass natürlich Vermehrer nur aufs Geld aus sind. Ihnen ist ziemlich egal, wo die Rennmaus landet, wie es ihr danach geht. Und natürlich auch, wie sie gehalten wird. Ein seriöser Züchter legt sehr viel Wert darauf, wo die Rennmaus hinkommt, wer die Rennmaus überhaupt kauft. Natürlich verlangen seriöse Züchter auch einen Preis, aber der ist natürlich auch gerechtfertigt. Und die gehen ja nicht nur auf den Preis aus, also die züchten jetzt keine Rennmäuse wie die Vermehrer, um einfach nur Profit zu machen. Seriöse Züchter erkennt man auch daran, dass sie auch Services anbieten, wie Vergesellschaftungsservices oder einfach, dass sie immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, falls es mal Probleme geben sollte, dass sie eine Rennmaus gegebenenfalls auch wieder zurücknehmen und so weiter und so fort. Das sind ganz viele Basics, die eigentlich dazugehören, die natürlich aber ein Vermehrer nicht macht. Seriöse Züchter erkennt man auch daran, dass sie halt sehr viel Wissen haben. Sie wissen halt, was es für Erbkrankheiten geben kann, was es für Gendefekte geben kann, aber auch was es für Farbcodes gibt. Das ist wirklich ein sehr weites Spektrum, was da wirklich einen guten Züchter ausmacht. Und ja, daran erkennt man sie auf jeden Fall auch. Und natürlich auch, dass ihnen jede einzelne Rennmaus sehr am Herzen liegt. Und ja, das sind so die, würde ich sagen, größten Punkte, die wirklich einen Vermehrer von einem seriösen Züchter unterscheidet. Und nochmal kurz aufs Thema ungeplanter Nachwuchs zurückzukommen. Ich hatte ja wie gesagt selbst einen ungeplanten bzw. ungewollten Wurf, weil es mir einfach falsch verkauft wurde und ich natürlich darauf reingefallen bin. Ich gebe es hier mit offen zu. Ja, traurig aber wahr, jeder wird mal übers Ohr gehauen und gerade beim Tierkauf sollte man einfach auf sein Bauchgefühl hören. Ich habe erst letztens wieder was gelesen, dass sie eine Rennmaus kaufen wollte zur Vergesellschaftung, aber ihr wurden 2 Rennmäuse verkauft, sozusagen eine 2:1 Vergesellschaftung. Und da frage ich mich auch wieder, wo ist da der Menschenverstand, Leute? Wo ist der Menschenverstand? Das wird nicht klappen. Es geht nur eine 1:1 Vergesellschaftung, außer man hat jetzt eine Jungmaus, dann könnte es eventuell funktionieren. Aber das sagt der Menschenverstand schon einem, dass der Typ einfach, oder die Frau, einfach nur seine Rennmaus verkaufen wollte. Einfach, ja, ich kassiere das Geld ein und Tschüssikowski, ich kann einen neuen Wurf machen. Daran merkt man halt auch komplett, dass es halt nur Profitmache ist. Es ist genauso wie in Zoofachgeschäften oder Tiermärkten oder Gott weiß es, was es alles gibt, wo einfach Rennmäuse in kleinen Gehegen gehalten werden. Es ihnen einfach scheißegal ist, wo sie landen. Es wird einfach nur gesagt, hier, ja, ich habe jetzt auch 3 Rennmäuse über, kaufen sie alle 3, weil 2 verkaufen ich kann, ist nämlich eine alleine. Das ist auch eine Profitmache. Klar, sie denken da auch ein bisschen ans Tierwohl, dass sie keine Maus alleine haben wollen, aber natürlich auch einfach an den Profit. Kommen wir aber nun zu etwas Positivem und zwar möchte ich euch eine Seite ans Herz legen. Das ist einfach meine Erfahrung und zwar guckt gerne auf rennmaus.de vorbei. Da findet ihr eine Clanliste von seriösen Züchtern, aber auch von Notfallstationen, die Rennmäuse in Not aufnehmen. Und ja, da könnt ihr euch eine einzelne Rennmaus holen, vielleicht auch ein Jungtier. Aber natürlich auch, wenn ihr mit der Rennmaushaltung anfangen wollt, einfach ein Pärchen für Anfänger oder sonstiges. Schaut da auf jeden Fall mal gerne vorbei. Ich verlinke euch das in der Infobox des Forums. Und ja, genau, so viel auf jeden Fall dazu.
Ja, so viel erstmal zu den Basics, wie man einen Vermehrer von einem wirklich seriösen Züchter unterscheidet. Ich hoffe, ihr habt die Unterschiede so ein bisschen verstanden. Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, keinen Vermehrer zu unterstützen. Hört da wirklich auf euer Gefühl und denkt euch nicht, dass ich muss diese Rennmaus retten. Weil klar rettet ihr diese Rennmaus, aber ihr unterstützt dann auch wieder den Vermehrer, damit er mehr Würfe macht und mehr Rennmaus-Babys produziert, so nenne ich es mal, weil ein Vermehrer ist wirklich ein, ja, Produzent von Rennmäusen. Und ein seriöser Züchter legt halt wirklich Wert darauf, wo die Rennmäuse halt wirklich hinkommen. Und ihr habt halt wirklich später nur Probleme mit Rennmäusen aus dem Beispiel Zuchtfachhandeln oder halt Vermehrern, weil sie halt sehr oft viel zu früh von ihrer Mutter getrennt wurden, weil sie sich einfach nicht damit auskennen. Und dann habt ihr später nur Probleme damit, weil sie einfach sozial nicht richtig ausgebildet sind, viele Sachen von ihrer Mutter nicht gelernt haben. Und habt ihr nur Probleme zum Beispiel bei Vergesellschaftung oder so, weil sie dann auf die Partnermaus zum Beispiel aggressiv reagieren, weil sie einfach nie gelernt haben, wie sie mit anderen Rennmäusen richtig umzugehen haben. Und sie einfach sehr viel Wissen von der Mutter nicht mitbekommen haben. Ich kann euch halt wirklich nur ans Herz legen, dass ihr euch darüber mal Gedanken macht, von wo ihr eure Rennmäuse kaufen wollt, wen ihr unterstützen wollt. Und natürlich denkt auch immer an die Rennmaus, was es für sie für Probleme später geben könnte. Vielleicht nicht jetzt, aber später. Spätestens, wenn die Partnermaus verstirbt und ihr dann eine neue Rennmaus kauft. Woher kauft ihr sie? Und was hat es für Konsequenzen? Damit wäre es auch schon wieder mit mir und diesem Video. Ich hoffe sehr, ich konnte euch einen Unterschied näher bringen und euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!